Die Verwerfungen der Politik der letzten 10 Jahre erzeugen sehr viel Druck im sozialen Bereich des Landes. Wir müssen feststellen, dass sich die Situation in allen sozialen Bereichen verschlechtert hat. Die AfD sieht sich als Anwalt des Volkes und erhebt schwere Vorwürfe gegen die Politik der Altparteien. Über die sozialen Positionen der AfD wollen wir uns heute unterhalten. Was hat die AfD zu bieten? Was kann der Wähler erwarten? Hierzu möchte ich unsere Gäste vorstellen. Jörg Urban, AfD-Landesvorsitzender hier in Sachsen und Ministerpräsidentenkandidat zur anstehenden Landtagswahl am 1. September. René Springer, Meister für Elektrotechnik, Soldat und Politikwissenschaftler, AfD-Landesvorsitzender in Brandenburg, Bundestagsabgeordneter, Mitglied im Ausschuss Arbeit und Soziales. André Wendt, Berufssoldat, AfD-Landtagsabgeordneter hier in Sachsen und Vizepräsident des Sächsischen Landtags. Gerrit Huy, sie hat ein Diplom für Mathematik und Volkswirtschaft an der Universität Cambridge, war im Vorstand eines Daimler-Unternehmens, ist AfD-Bundestagsabgeordnete für Bayern und Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Herzlich willkommen. Danke. Herr Urban, Sie sind Ministerpräsidentenkandidat für die Landtagswahl hier in Sachsen am 1. September. Die Demografie in Sachsen zeigt, knapp 65% der Wähler gehören zur Alterskategorie 50+. Wie wichtig ist also das Thema Soziales für die Sachsen? Also in Sachsen ist das Thema Soziales ein sehr wichtiges Thema. Es betrifft vor allen Dingen, sage ich mal, auch den Bereich der Rentner, der Familien, die Pflegefälle haben, dass das finanziell abgesichert ist. Das ist ein riesengroßer Druck auf den Familien, auf den älteren Personen. Wir haben speziell in Sachsen diese besondere Situation. Wir haben hier durch die 90er Jahre viele gebrochene Erwerbsbiografien, also Menschen, die haben 20, 30 Jahre gearbeitet, aber nicht 40, haben dementsprechend eine geringe Altersrente. Dort ist dieser Gerechtigkeitsfrage, ich habe gearbeitet in meinem Leben und kriege genauso viel im Alter wie jemand, der nicht gearbeitet hat. Das ist ein großes Thema, was wir hier diskutieren. Und wir haben natürlich gerade, Sie haben es gesagt, auch die Leute, die jetzt die Rente schon am Horizont sehen, die fragen sich natürlich, wie hoch wird meine Rente sein? Und da die Löhne im Osten nicht so hoch sind wie in den Altbundesländern, ist natürlich auch dort die Frage, dass die Leute sagen, ich habe jetzt gearbeitet ein ganzes Leben lang, wie viel habe ich dann am Ende? Reicht das auch vor dem Hintergrund der steigenden Kosten, Inflation und so weiter? Das Thema soziale Absicherung ist ein ganz großes Thema hier im Osten. Unsere Sendung heißt ja Brüssel, Berlin, Dresden. Deswegen wollen wir auch mal ein bisschen auf die EU-politische Ebene schauen. Und deswegen die Frage an Sie, Herr Springer. Welchen Einfluss hat denn die EU-Politik auf die soziale Politik hier in Deutschland? Also die Europäische Union hat definitiv einen zu großen Einfluss auf die Sozialpolitik, das kann man schon mal feststellen. Und es gibt verschiedenste Bereiche, wo wir auch mit praktischen Beispielen belegen können, dass unsere Souveränität im Bereich der Sozialpolitik stetig ausgehöhlt wird. Und das berühmteste Beispiel, das ist eben das Kindergeldbeispiel, dass wir also quasi gezwungen werden, deutsches Steuergeld auf ausländische Konten zu überweisen, damit in anderen Ländern, dass dort Kinder vom Kindergeld profitieren können. Und das Thema, da würde ich später nochmal vertieft drauf eingehen. Wir sehen es aber auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel einer jetzt im Beratungsprozess befindlichen Praktikumsrichtlinie, wo uns die Europäische Union vorschreiben möchte, wie wir unsere Praktikanten zu bezahlen haben. Deutschland braucht eine solche Regelung nicht, denn wir haben die Entgeltregelung gesetzlich geregelt. Und man muss sich ja zudem die Frage stellen, wenn immer mehr aus Brüssel zu uns kommt, dirigiert wird, von uns umzusetzen ist, braucht es dann eigentlich noch nationale Parlamente? Wir beantworten die Frage definitiv mit Ja. Und um eben unsere Parlamente und gewählten Abgeordneten nicht überflüssig zu machen, sagen wir, Brüssel, das geht euch nichts an, wir regeln unsere Probleme selbst. Wie sieht das da bei den anderen Mitgliedstaaten aus? Leiden die auch darunter? Oder? Na, sagen wir mal so, wir dürfen ja feststellen, dass es wenige Nettobeitragszahler gibt und viele Nehmerländer. Und die Nehmerländer haben natürlich ein Interesse daran, weiter von der Umverteilung zu profitieren. Und deswegen sperren sie sich auch sie versuchen nicht die Europäische Union aufzuhalten in ihrem Drang, sich immer mehr einzumischen in die nationalen Belange. Sie profitieren am Ende davon und solange sie profitieren, werden sie auch weiter daran festhalten. Und das merkt man auch an ganz konkreten Beispielen. Nehmen wir mal diesen Corona-Wiederaufbaufonds, der aufgesetzt wurde, der 750 Milliarden Euro umfasst. Eine riesen Umverteilungsmaschinerie, wo der Ökonom Bernd Raffelhüschen sagt, am Ende bezahlen sich damit Länder wie Frankreich, Spanien, Italien, stabilisieren ihre eigenen Rentensysteme, weil die ähnliche Probleme haben wie wir, nehmen also unser Geld, das wir einzahlen und zahlen dort die Renten. Und da sagen wir, das ist eine Politik, die im doppelten Sinne
aus unserer Perspektive inländerfeindlich ist. Mhm. Einerseits sind wir die Zahlmeister, profitieren davon nicht, und andererseits profitieren andere, die ohnehin schon im Rentensystem besser gestellt sind als wir Deutsche und unsere Rentner, die wir hier haben. Mhm. Und das darf so nicht weitergehen. Mal so eine offene Frage in die Runde. Wie steht die AfD zu dieser Art von EU-Politik und wie sehen das vielleicht auch die anderen EU-Mitgliedstaaten? Also wie verhalten sie sich dazu? Eine Reaktion? Kann man schlecht sagen. Also ja, ich würde mal sagen, wir werden einfach übervorteilt mit der Zeit. Nicht? Wir sind heute nicht mehr das reiche Land, das wir vielleicht vor 20 Jahren noch waren. Wir haben heute die ärmsten Rentner in der EU und wir haben die kürzeste Lebenserwartung in der EU. Wir zahlen aber am meisten. Das heißt, das geht alles nicht mehr zusammen. Das ist ja ungerecht. Wir haben übrigens auch die niedrigsten Vermögen im Schnitt oder im Median. Und insofern ist das, was im Moment da geschieht, empfinde ich als ungerecht gegenüber der deutschen Bevölkerung. Denn die leidet daran. Mhm. Herr Urban, spüren die Leute in Sachsen diesen Einfluss? Den Einfluss der EU? Mhm. Ich glaube, das ist genau das Problem, dass es immer indirekte Wirkungen sind. Man hat es nicht unmittelbar, man sieht nicht auf seinem Rentenbescheid Abzug 20% für die EU. Das ist ja genau das Problem. Wir spüren, dass es nicht reicht, dass es, sage ich mal, immer weniger zum Leben reicht. Wir spüren die Ungerechtigkeit, dass man, selbst wenn man 30, 40 Jahre gearbeitet hat, es gibt auch wirklich nicht so gut bezahlte Jobs, wenn man Friseurin gewesen ist. Nach 40 Jahren hat man wirklich genauso viel wie jemand, der als jemand, der nicht gearbeitet hat, einfach sagt, ich möchte die Grundsicherung haben. Da ist kein Unterschied mehr da. Und das ist natürlich eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Jemand hat sein ganzes Leben lang Leistung gebracht und steht dann im Alter genauso da wie jemand, der nicht gearbeitet hat. Und dort merkt man, dass irgendwas nicht stimmt und dass da viel Geld abfließt. Das ist eben nicht unmittelbar auf dem Rentenbescheid zu sehen, sondern das ist, liegt das eben dann der Ursache dafür, dass wir als Staat wenig bereit sind, Dinge in der Rente steuer zu finanzieren. Wir haben ja in der Rentenversicherung unheimlich viele rentenfremde Leistungen mit hineingebracht. Das machen andere Länder nicht, die machen es gleich mit der Steuer. Das wird bei uns von den Rentenzahlern mitfinanziert. Und wenn wir so viel Geld nach Brüssel geben, in andere EU-Länder geben, ist natürlich der Spielraum dann auch nicht mehr da, Dinge steuerfinanziert zu machen, so wie das andere Länder machen. Dann könnten die Renten ja auch höher sein. Also insofern, man spürt es natürlich, dass es nicht reicht, aber dass da die EU einen Anteil dran hat, das sieht man natürlich nicht so offensichtlich. Und, aber wer es vielleicht spürt, sind die Entscheidungsträger auf der Länderebene, auf der kommunalen Ebene, das sind die Unternehmen, weil es diverse Verordnungen gibt, die eben von Brüssel aus in die Kommunen hineinwirken. Ne? Und das ist schon eine große Last für viele Unternehmen. Das ist auch eine große Last für Bürgermeister, für Landräte und so weiter und so fort. Ne? Also das spüren schon die Entscheidungsträger, das spüren die Unternehmen. Und das halten wir für nicht zielführend. Und deswegen bilden wir da quasi einen Kontrapunkt. Ne? Ja, aus den linken Parteien wurde ja auch über eine Art europäischen Mindestlohn diskutiert. Frau Huy, vielleicht die Frage an Sie. Mhm. Wie ist der aktuelle Stand und was erwartet uns da in den nächsten 5 Jahren? Also die EU möchte, dass wir eine bestimmte Mindesthöhe des Mindestlohns haben, nämlich 60% vom Medianeinkommen der Gesellschaft, was aber auf unterschiedlichste Weise berechnet werden kann, erstaunlicherweise. Wir wollen einen Mindestlohn, der beiden Seiten gerecht wird, sowohl den Unternehmern, die es jetzt stemmen müssen mit ihrer Belegschaft, gerade im Osten großes Problem, die sehr viele Mindestlöhner beschäftigt haben, als auch den Beschäftigten, die natürlich mit ihrem Gehalt, mit ihrem Einkommen auskommen müssen im Monat. Das heißt, da ist ein Kompromiss zu finden, der beiden Seiten Rechnung trägt. Und das kann aber uns eigentlich nur die Mindestlohnkommission tun. Die hat die Profis an Bord, die ist dazu da. Die Politik sollte sich da nicht einmischen, schon gar nicht die EU. Also wir haben die Diskussion auf Landesebene auch schon oft gehabt, gerade wenn wir mit den Handwerksverbänden sprechen oder mit der IHK. Das Problem ist nicht unbedingt die Höhe des Mindestlohns. Also viele Handwerker sagen, wir bezahlen sowieso viel mehr. Das Problem ist der Druck, der von unten auf das gesamte Lohngefüge entsteht. Wenn ich von unten die niedrigsten Löhne, sag ich mal, erhöhe, dann wollen die Lohngruppen oben drüber natürlich entsprechend ihrer Qualifikation und Leistung auch mehr haben. Und dadurch entsteht ein Gesamtdruck. Mhm. Und für mich ist es so, ich finde, diese ganze Mindestlohndebatte ist eine Symptomdebatte. Weil warum müssen wir überhaupt drüber reden, dass der Lohn nicht reicht? Weil die Lebenshaltungskosten immer höher werden. Wir haben extrem hohe Steuern auf alles, nicht bloß die Lohnsteuer, sondern eben auch auf Energie, auf Lebensmittel, auf Transport. Das Leben wird immer teurer und dort kommt der Druck her, dass wir jetzt darüber reden müssen, dass weniger gut bezahlte Jobs nicht mehr hinkommen und irgendwie mehr Lohn brauchen. Der Preistreiber ist ja aber der Staat mit seiner Politik, der das Leben teuer macht. Also deswegen sage ich, für mich ist die Mindestlohndebatte ein Stück weit eine Symptomdebatte. Wenn wir weniger hohe Steuern und Abgaben hätten,
Wenn wir keine Russland-Sanktionen hätten, die die Energiepreise treiben und alle diese Dinge, die ja politisch initiiert worden sind, dann müssten wir diese Debatte vielleicht gar nicht führen. Ja, und vielleicht nochmal ganz kurz auf den, um auf den europäischen Mindestlohn nochmal zurückzukommen. Der soll ja also jetzt auf 14 Euro festgezurrt werden in einem ersten Schritt. Ne, so ist es geplant. Aber es ist ja völlig absurd, weil die Lebenshaltungskosten in den Ländern sind ja unterschiedlich. Ja, also sie sind ja verschieden. Also man kann ja keinen einheitlichen Mindestlohn auf ganz Europa produzieren. Und von daher schon völlig absurd, diese Forderung, und sollte auch keine Mehrheiten finden. Nein. Also unsere Antwort ist ja darauf, nicht Mindestlohn erhöhen, sondern Steuern senken, nicht? Und da wird das sozusagen die Politiker weggenommen, das haben die natürlich nicht gern, aber die Haushalte können natürlich viel besser mit, den, mit ihren Geldern umgehen. Insofern ist das immer der beste Weg. Und da schließt sich auch der Kreis wieder zur Europäischen Union. Wir haben ja im Zuge dieser Wahnsinn-Inflation, die wir erlebt haben, haben wir uns als Bundestagsfraktion ja auch die Frage gestellt, wie könnte man die Bürger jetzt schnellstmöglich entlasten, und haben dann damals die Forderung aufgestellt, dass man CO2-Steuer abschafft, die Energiesteuer abschafft. Ja, und dann setzt man sich in die parlamentarische Auseinandersetzung und da wird einem gesagt, ja, ihr könnt ja die Energiesteuer gar nicht abschaffen, denn die Europäische Union schreibt ein bestimmtes Maß vor, wie hoch also eine Energiesteuer minimal zu sein hat. Also müssen wir unsere Programmatik anpassen, in der jetzt steht, wir senken die Energiesteuer auf das in der EU zulässige Minimum. Aber das kann doch, da merkt man doch schon, wie wenig souverän wir in diesem Bereich sind, wenn es um die Entlastungspolitik für die Bürger geht. Uns hat doch keine EU vorzuschreiben, wo übrigens kaum einer sagen kann, wie heißen die Kommissare, die da eigentlich an den Entscheidungen beteiligt sind. Ja, also das ist halt so eine gesichtslose Machtmaschine irgendwo weit weg von uns. Die schreibt uns also vor, dass wir bestimmte Steuersätze nicht unterschreiten dürfen. Auch bei der Mehrwertsteuer ist das so. Und das ist absurd. Da sollten wir als Nationalstaat die vollständige Handlungskompetenz haben, um die Probleme unserer Bürger effektiv und im Sinne unserer Bürger auch zu lösen. Ja, also das impliziert schon die Budgethoheit des Parlaments. Ohne Budgethoheit braucht man keine Parlamente mehr. Das ist der Kern der parlamentarischen Arbeit. Genau. Deswegen plädieren wir für ein Europa der Vaterländer. Die Nationalstaaten sollen souverän bleiben. Und natürlich wird es gibt es Bereiche, wo Europa zwingend zusammenarbeiten muss. Also der europäische Binnenmarkt zum Beispiel ist ein wundervolles Erfolgsmodell. Aber ein gemeinsamer Grenzschutz, das wäre was Gesamteuropäisches, was man verfolgen sollte. Das funktioniert nicht. Das funktioniert da nicht, leider. Setzt sich Brüssel ja nicht durch. Spielt denn das Thema Mindestlohn im Sachsen-Wahlkampf eine Rolle? Ich würde sagen, eher untergeordnet. Also Löhne im Allgemeinen spielen eine Rolle. Aber ich glaube, es gibt momentan andere Themen, die bewegen. Das ist die Migrationspolitik, das ist die Bildungspolitik, das ist die Gesundheitspolitik. Also das sind so Themen, die wirklich den Sachsen hier unter den Nägeln brennen. Ne? Also wir werden sicherlich auch über den Mindestlohn diskutieren müssen, weil eben das Leben immer teurer wird und weil das für viele, auch bei uns in Sachsen, einfach mittlerweile anstrengend wird, zu sagen, wie komme ich über die Runden, was kann ich mir noch leisten. Und ich glaube, wir werden an der Diskussion nicht vorbeikommen. Und wir haben ja eine relativ klare Position. Also Mindestlohn, da hat niemand was dagegen. Es soll von der Tarifkommission oder von der Mindestlohnkommission ausgearbeitet werden. Vernünftige Vorschläge, sodass die Leute davon leben können und dass die Arbeitnehmer es stemmen können. Exakt. Das kann nicht die Politik vorgeben. Das müssen die Leute, die es am Ende finanzieren müssen, die davon leben müssen, miteinander verhandeln. Wir müssen aber immer darauf verweisen, auch in der Debatte jetzt, was sind denn die Ursachen dafür, dass es so teuer geworden ist, dass dieser Lohn jetzt nicht mehr reicht? Richtig. Ja, und dass die Gewerkschaften auch nicht mehr in der Lage sind, für vernünftige Löhne zu kämpfen. Guckt man sich die Gewerkschaftspolitik heute an. Erstmal guckt man sich an, wer an der Spitze sitzt. Bei Verdi, wie auch beim DGB, Ex-SPD-Bonzen. So, und wenn man sich die Inhalte der Gewerkschaften anschaut, dann ist es Diversity-Management, was gefördert wird, eine Vielfaltspolitik, die unterstützt wird, und der Kampf gegen rechts. In keinem dieser Sätze steckt irgendwas mit Löhnen. Und mich ärgert das persönlich, weil ich auch in den Parlamenten dann die Abgeordneten ja sitzen habe, mit denen diskutieren wir ja regelmäßig. Die kommen ja aus diesem Gewerkschaftsmilieu, und wie die sich dagegen zur Wehr setzen, wenn wir sagen, Zuwanderung drückt die Löhne nachweislich. Wie die sich zur Wehr setzen, wenn wir sagen, die Gewerkschaften sollen mal ihren Job richtig machen. Es wundert doch keinen, dass die Leute aus den Gewerkschaften austreten, wenn sie einen Brief bekommen, wo aufgerufen wird, zur Anti-AfD-Demo zu gehen. Der einfache Arbeiter in Deutschland, der wählt doch AfD, weil er seine Interessen vertreten sehen will. Und das sieht er eben nicht mehr bei den Gewerkschaften, das sieht er auch nicht mehr bei der etablierten Politik in Berlin und schon gar nicht in Brüssel. Und da muss es ein Umdenken geben. Wir haben eine extrem niedrige Tarifbindung, sehr, sehr wenige Beschäftigte orientieren sich quasi an Gewerkschaften. Das ist in anderen Ländern, funktioniert das besser. In Schweden zum Beispiel, eine Gewerkschaftsbindung von über 80%. Dort braucht man keinen gesetzlichen Mindestlohn. Da funktioniert das dann tatsächlich über die Tarifpartner. Und das ist eine Politik, die sich eher am Rahmen der sozialen Marktwirtschaft orientiert und auch eine Politik, die wir unterstützen würden. Ja. Und wenn man vielleicht mal in die Entwicklung schaut, ich meine, der Mindestlohn, wenn man ihn festlässt, der muss sich ja an irgendeiner Größe orientieren.
Ja, da sagen wir zum Beispiel, er muss sich an der Preisentwicklung, / an der Inflationsentwicklung orientieren. Und wenn man mal sieht, der Mindestlohn ist von 2022 bis 2024, glaube ich, um 30% gestiegen, wenn ich die Zahlen noch mehr. Mehr grob vor Augen habe. Und da fragt man sich, auf welche Grundlage. Ne? Auch das muss dokumentiert sein, auch da brauchen wir Transparenz. Mhm. Anderes brenzliges Thema, Bürgergeld. Mittlerweile ist ja schon der Mainstream so weit, dass man ja sozusagen zu den negativen Folgen steht und dass man sie nennen muss. Was sind jetzt nochmal, ich frage mal so frei in die Runde, die Position der AfD dazu, also Thema Bürgergeld? Ja, Bürgergeld, wie der Name impliziert, sollte Bürgern dienen und nicht Zugezogenen. Also das ist schon eine große Frage, die wir klären müssen. Haben die Zuwanderer, die hier noch nie in die Sozialsysteme eingezahlt haben, Anrecht auf die gleiche Grundsicherung wie unsere eigenen Bürger? Also da mache ich mal ein großes Fragezeichen dran. Das Zweite ist, Bürgergeld heißt eigentlich Grundsicherung für Arbeitssuchende. Nur stellt man immer wieder fest, so viele suchen gar nicht Arbeit im Bürgergeld. Es gibt einen relativ großen Teil, der wirklich arbeitsunfähig ist. Der sollte aber dann auch in andere Sozialhilfemaßnahmen gesteckt werden. Und da gibt es viele, die unwillig sind, weil es sich nicht richtig lohnt. Das Bürgergeld ist schlecht konzipiert, wie wir alle wissen. Und da gibt es noch eine Anzahl, die wissen, das Bürgergeld nehme ich mit und ich nutze die Gelegenheit, dass ich eine freie Wohnung habe, freie Heizung und auch noch Monatssätze, Regelsätze, dass ich einfach nebenher schwarz arbeite. Und dann komme ich besser auf meine Kosten und ja, am Start vorbei sozusagen. Das ist inzwischen ein großes Problem. Man schätzt, dass es etwa 30% der Bürgergeldempfänger sind, die nebenher schwarz arbeiten. Hm. Ja, Herr Springer, nach Angaben der Bundesregierung wurden jetzt allein im Jahr 2023, ich lese mal ab, 525,7 Millionen Euro Kindergeld für im Ausland lebende Kinder auf ausländische Konten gezahlt. Und im Jahr 2015 waren es lediglich, in Anführungszeichen, 261 Millionen. Also eine Verdopplung, kann man sagen. Wie konnte das überhaupt passieren? Also was sind die Gründe dafür? Wie konnte das entstehen? Dafür gibt es eine Erklärung, auf die würde ich auch gleich zu sprechen kommen. Aber ja, ich finde, wir sind beim Bürgergeld ein bisschen kurz hängen geblieben. Mhm. Denn auch am Bürgergeld kann man den schädlichen Einfluss der Europäischen Union erkennen. Wir sagen, im Bürgergeld muss in erster Linie den deutschen Bürgern zugutekommen. Und zwar diejenigen, die idealerweise unverschuldet in Not geraten sind. Mhm. So, jetzt erkennen wir aber, jeder zweite Bürgergeldempfänger ist gar kein Deutscher. Also da überhaupt vom Bürgergeld zu sprechen, das ist eine Farce. Und jetzt ist es so, dass wir natürlich eine Gruppe ins Bürgergeld bekommen haben, die im Zuge von Migrationsbewegungen zu uns gekommen ist. Aber wir haben auch eine Gruppe im Bürgergeld, Osteuropäer, die sind nur im Bürgergeld, weil die Europäische Union uns vorschreibt, dass sie irgendwann Anspruch auf Bürgergeld haben. Ja. Und da können wir als Nationalstaat, auch da können wir nicht sagen, ja, wir wollen ja aber gar nicht ein Bürgergeld. Wir sind ja als AfD nicht so, dass wir generell sagen, wir halten es für falsch, generell zu sagen, keine Ausländer im Bürgergeld. Es gibt gut integrierte Ausländer, die hier viele, viele Jahre in Deutschland gelebt und gearbeitet haben. Und wir sagen, wenn jemand eine 5-jährige existenzsichernde Tätigkeit nachweisen kann und dann unverschuldet angewiesen ist auf das Bürgergeld, ja, dann soll das bekommen, aber eben auch nur befristet auf ein Jahr. Und die Europäische Union sagt aber nee, die haben immer einen Anspruch zu haben, weil es sind ja Europäer und wir tun ja alle so, als sind wir ein Staat, aber das funktioniert nun mal nicht. Wir haben unterschiedliche Wirtschaftsstärken, wir haben unterschiedliche Qualifikationsniveaus, wir haben unterschiedliche Motivationen bei den Menschen, eben auch ihren Nutzen zu maximieren. Und wenn ich in Rumänien die Möglichkeit habe, für 400 Euro im Monat zu arbeiten oder fürs Nichtstun 1200 Euro Bürgergeld in Deutschland zu bekommen, dann ist es rational und nachvollziehbar, dass sich jemand auf den Weg macht. Und dann ist es umso schädlicher, wenn uns von Brüssel wieder vorgeschrieben wird, ja, ihr müsst das einfach ertragen, ihr müsst das zulassen. Das wollen wir nicht. Und deswegen wollen wir diese Institution Brüssel zurechtstutzen. Und zwar so zurechtstutzen, dass wir wieder Herr im Haus sind, dass wir in Deutschland wieder Sagen haben und darüber befinden können, was mit unserem Steuergeld gemacht wird und was nicht. Gut, dann vertiefen wir nochmal das Thema. Oder wollen Sie noch mal was sagen? Zum Thema Bürgergeld. Ja, also Herr Springer hat das schon angesprochen. Fast jeder Zweite, also 50% derjenigen, die Bürgergeld beziehen, sind Ausländer. Und es gibt ja Spitzenwerte. Also Baden-Württemberg oder Hamburg zum Beispiel, da sind wir bei über 70%. Und deshalb kann man schon davon sprechen, dass das Bürgergeld mittlerweile ein Migrantengeld ist. Ja, das muss man einfach so sagen. Und das verstärkt natürlich den Zuzug in unsere Sozialsysteme, ganz, ganz klar, weil es eben auch einen gewissen Anreiz setzt. Der natürlich für diejenigen, die diesen Anreiz in Anspruch nehmen, nachvollziehbar ist. Aber der Staat ist in der Pflicht, das zu unterbinden, weil sonst kollabieren unsere Sozialsysteme. Das können wir uns gar nicht leisten. Und das ist der springende Punkt. Und dann gibt es ja noch weitere Schwachstellen bezogen auf das Bürgergeld, nämlich wenn man auf die Sanktionen zu sprechen kommt. Also wenn jemand eine Arbeit verweigert, gibt es gewisse Stufen, die dann quasi vollzogen werden. Und
Bei einem ersten Pflichtverstoß zum Beispiel gibt es 10% Abzug von der Regelleistung. Beim zweiten 20%, beim dritten 30%. Das greift aber nicht so, wie es eigentlich vorgesehen ist. Und das schreckt auch viele gar nicht ab. Und deswegen muss man ganz klar sagen, man sollte eigentlich die Sanktionen viel, viel schärfer formulieren und auch durchsetzen. Mhm. Vielleicht ein Blick auf Sachsen. Wie schaut das da mit den Bürgergeldbeziehern aus? Gibt es da Statistiken? Wir haben auch einen wachsenden Anteil von Ausländern. Also gerade im Zuge des Krieges in der Ukraine haben wir natürlich sehr viele Ukrainer hier. Wir wissen, dass auch in Sachsen 80% der Ukrainer, die hier sind, im Bürgergeld nicht arbeiten. Das ist in anderen EU-Ländern ganz anders. Das ist dieses Anreizsystem. Was mir vielleicht noch ein wichtiger Punkt ist, die Diskussion ums Bürgergeld wird aus meiner Sicht auch gerade von Seiten der CDU an der Oberfläche geführt. Das heißt jetzt Bürgergeld und das Bürgergeld jetzt zurückzunehmen auf das, was vorher war, löst das Problem nicht. Weil das ist nur ein anderer Name. Es geht um die Höhe der Leistungen, es geht darum, wer hat überhaupt Zugang dazu und wie viel Druck kann ich auf arbeitsfähige Bezieher ausüben, damit sie in die Arbeit gehen. Wenn wir das nur einen anderen Namen geben und vielleicht ein bisschen weniger Geld, es ändert an dem Grundprinzip nichts, dass wenn dort kein Druck aufgebaut wird, einfach die Leistungen so hoch sind, dass viele Leute sagen, es ist für mich einfacher, das Geld zu beziehen, als arbeiten zu gehen. Das heißt, dort müssen wir tatsächlich was daran ändern, dass der Zugang erschwert wird, also gerade für Ausländer, damit das Sozialsystem nicht am Ende implodiert, wie du es beschrieben hast. Und wir müssen natürlich die Anreize auch schaffen, wieder in Arbeit zu gehen. Wenn wir das nicht machen, dann wird sich, egal wie das heißt, wie die Überschrift oben drüber ist, nicht viel ändern. Das heißt, der Vermittlungsvorrang muss wieder eingeführt werden, nicht erst lange Ausbildungszeiten, Integrations- und Deutschkurse, sondern möglichst schnell in Arbeit, das ist ganz wichtig. Und die Sanktionsmöglichkeiten müssen wieder eingeführt und wahrscheinlich sogar verschärft werden, damit es funktioniert. Ja. Aber Jörg hat einen wichtigen Punkt angesprochen, was ja die Politik ausmacht inzwischen, das ist Täuschung und Manipulation der Öffentlichkeit. Es hat sich im Wesentlichen in diesem Hartz-IV-System nichts geändert. Man hat nur einen neuen Begriff übergelegt. Genau. Und die CDU, die jetzt versucht, das zu Recht anzugreifen, greift im Grunde aber das an, was sie selber über Jahrzehnte oder über ein Jahrzehnt mitgetragen hat. Denn im Hartz-IV-System hatten wir all die Probleme, die wir heute auch haben. Wir hatten noch in der letzten Phase, als es noch Hartz-IV hieß, 1 Million Leistungsbezieher, die trotz Erwerbsfähigkeit, die waren erwerbsfähig und trotzdem 10 Jahre lang durchweg im Leistungsbezug. Mhm. Also da muss man ja erkennen, dass die CDU in dieser Zeit eben nicht nach Sanktionen, nach schärferen Sanktionen gerufen hat. Mhm. Warum nicht? Weil sie selbst in Regierungsverantwortung war. Und das ist eine verlogene Politik. Davon haben die Bürger auch die Nase voll. Sie wollen ehrlich behandelt werden. Und ich habe auch das Gefühl, wenn ich in Berlin sitze, dass die dort glauben, dass die Bürger das glauben, was da verzapft wird. Aber die Bürger glauben das nicht. Wenn man in den Bürgerdialogen, da sind wir ja sehr viel unterwegs, wenn man mit den Bürgern redet, dann denken die sehr, sehr klar. Und ich habe das Gefühl, die denken klarer als die gesamte Grünen-Fraktion im Deutschen Bundestag. Ja. Wollen Sie vielleicht noch was zum Kindergeld sagen? Ja, zum Kindergeld, ja. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich in Brandenburg mit Kita-Erziehern rede, dann ist es immer, es fehlt Personal und es ist keine Kohle da, um den Spielplatz zu erneuern. Und am Ende bewirbt man sich auf irgendein Bürgerbudget, wo man dann konkurriert mit 30 anderen örtlichen Vereinen und Kitas. Und wenn man Glück hat, kriegt man dann 3.500 € für eine neue Rutsche. Mhm. Ich weiß nicht, wie die Situation in Sachsen ist, ob sich das für euch auch so darstellt, dass es dort einfach an Geld mangelt. Also wir haben gerade im ländlichen Raum eine absolute Unterversorgung. Die Kommunen können eigentlich, haben keine freien Mittel, um irgendwas mehr selber zu entscheiden. Man hängt an Töpfen dran und am Ende nimmt man dann eben Dinge mit, die man vielleicht gar nicht unmittelbar braucht, weil es gibt gerade einen Fördertopf für die Rutsche, aber für das Schwimmbad gibt es gerade kein Fördergeld, obwohl das Schwimmbad vielleicht viel dringender saniert werden müsste als die Rutsche. Also das ist die Situation. Die Kommunen haben überhaupt keinen eigenen finanziellen Spielraum und müssen sich an den Fördertöpfen langhangeln. Das ist bei uns in der Fläche so, die Großstädte kommen zurecht, draußen die Kommunen haben kein Geld. Und wir haben da auch einen Ansatz, wir wollen endlich, dass die Kommunen im ländlichen Raum mehr kriegen, dass eben die Mittelverteilung zwischen Land und Kommunen eben nicht nur pro Kopf geht, sondern dass es einen Flächenfaktor gibt, weil in der Fläche muss ich Infrastruktur unterhalten, eigentlich brauchen die ländlichen Kommunen pro Kopf mehr Geld als die Großstädte. Das ist eigentlich vielen klar, aber ist bis jetzt nicht durchsetzbar. Wir konnten es bis jetzt auch nicht durchsetzen, wir wollen es durchsetzen. Also einfach, um finanzielle Spielräume zu schaffen. Am Ende, wir wissen das, die Kommunen wissen am Ende immer besser, was konkret gerade notwendig ist, was gemacht werden muss, als irgendwelche zentralen Programmgestalter. Ja? Also das ist jetzt nur so ganz allgemein Finanzierung der Kommunen. Und ansonsten haben wir natürlich in dem Bereich gerade Kinderbetreuung die Situation, wir haben extrem wachsende Kita-Beiträge. Das ist wieder leistungsverhindert, weil in der Regel bezahlen die Kita-Beiträge die Menschen, die arbeiten gehen. Ne? Und das ist mittlerweile eine große Belastung.
im Bereich, sage ich mal, Kinderkrippe wird es dann noch viel teurer. Und auch dort müssen wir unterstützen als Land. Wir haben dort eine Finanzierung aus Landesmitteln, kommunalen Mitteln und dem Eigenanteil. Die Kommunen haben kaum Spielraum, irgendwas zu erleichtern. Und das Land könnte zuschießen, macht es aber nicht. Also ihr könnt dort eine Entlastung machen über Landesprogramme, wenn wir das Geld aus anderen, aus unserer Sicht überflüssigen Maßnahmen nehmen. Ich sage nur freiwillige Integrationsleistungen, unheimlich viel Geld drin. Mhm. Und dort könnten wir gerade die arbeitende Bevölkerung entlasten. Und darum muss es uns ja gehen. Wir wollen ja die Leistungsträger vor allem, die auch motivieren, Leistungen zu bringen. Und die sind es, die am Ende immer die ganzen Beiträge bezahlen, weil die Nicht-Leistungsträger, die kriegen es ja erlassen. Ne? Mhm. Also da ist auf alle Fälle Nachsteuerungsbedarf und den wollen wir angehen. Bis jetzt gibt es keine Mehrheiten dafür im Parlament, aber im Herbst das sind ja wird sich noch immer. Genau. Ich stelle die Frage nämlich deshalb, weil man hier auf dieser Ebene, und da geht es ja um Kinder, das ging ja nämlich ursprünglich um Kindergeld und jetzt geht es um die Ausstattung der Kitas beispielsweise, wo es uns wichtig ist, eine vernünftige Familienpolitik, die besten Voraussetzungen zu schaffen für junge Eltern und die Kinder. So, und dann ist es genau das Gleiche bei uns, da ist dann das Geld einfach nicht da. Und auf kommunaler Ebene wird das am ehesten geäußert. Auf Bundesebene kommt dieses Argument schon gar nicht mehr, dann verschulden sie sich lieber und nehmen noch ein Sondervermögen auf, damit sie ja nicht sagen müssen, es ist kein Geld da. In dem Augenblick, wo sie nämlich sagen, es ist kein Geld da, kommt unsere Frage, ihr überweist doch an die Europäische Union. Ihr überweist doch Kindergeld ins Ausland. Ihr habt 50 Milliarden Euro im Jahr übrig für eine völlig ungesteuerte und chaotische Migrationspolitik. Und es ist gerade beim Kindergeld so, dass diese Zahlen, wurde ja vorhin vorgetragen, explodiert sind im Laufe der Zeit. Und wenn man mal aufaddiert, was seit 2010 gezahlt wurde, auf ausländische Konten überwiesen wurde, liegen wir bei 4,25 Milliarden Euro. Und das ist nur das, was auf ausländische Konten überwiesen wurde. Was die Bundesregierung verschweigt, obwohl sie statistisch erheben könnte, ist, was wurde denn generell für Kinder gezahlt, die im Ausland leben? Denn diese Zahlen, die jetzt zitiert wurden, das ist ja ein Ergebnis von einer Anfrage der AfD-Fraktion. Ich hatte ursprünglich wissen wollen, wie viele ausländische Kinder leben im Ausland und wie viele davon bekommen deutsches Kindergeld und wie hoch ist die Summe. Ich schätze, wir liegen bei knapp 1 Milliarde Euro. Da sagt die Bundesagentur für Arbeit, aber ne, wir erheben die Zahlen nicht. Und deswegen kam die Hilfskonstruktion zustande, dass ich gefragt habe, naja, dann immerhin könntet ihr mir vielleicht sagen, wie viel auf ausländische Konten überwiesen wird. Mhm. Und da kam dann die Summe zustande, zuletzt über 1,5 Milliarde Euro. Ein wahnsinniger Anstieg gegenüber 2010, wo es, ich glaube, 95 Millionen Euro waren. Ja? Mhm. So, und zeigt, dass wir erstmal falsche Prioritätensetzung haben, dass eben volles Kindergeld in Länder überwiesen wird, wo man damit viel mehr kaufen kann als ganze Familien ernähren kann. Ich kann mir in der Hauptstadt von Rumänien kann ich mir eine Wohnung leisten mit dem Kindergeld für 2 Kinder. Das sind schon mal 500 Euro. Ja. Wenn ich 12 Kinder habe, und dann wird sich jeder fragen, was ist das denn möglich? Dann sage ich, ja, es ist möglich. Wir haben es abgefragt. Es gibt rumänische Familien in Rumänien mit 12 Kindern. Mhm. Und wenn ich die Bundesregierung dann frage, ja, woher weiß denn die Bundesregierung, ob es 12 Kinder sind? Na, wir haben eine Bescheinigung von der rumänischen Sozialbehörde. Mhm. Genau. Aber dass in Rumänien die eigenen Leute auf die Straße gehen wegen der Korruption der Regierung, das wird nicht hinterfragt. Mhm. Also wir würden sagen, jeder darf sich ja mal persönlich vorstellen und nachweisen mit dem Fingerabdruck, ob derjenige tatsächlich derjenige ist, der vorgegeben wird zu sein. Daran gibt es bei der Bundesregierung kein Interesse. Es gibt kein Aufklärungsinteresse, kein Identifizierungsinteresse. Es gibt kein Interesse, bei den Steuerzahlern zu sparen. Denn wir haben einen Vorschlag gemacht. Wir würden ja das Kindergeld nicht einstellen. Wir würden es reduzieren auf das Ortsübliche. Das sind in Rumänien 115 Euro. Ja, ja. Das sind 135 Euro schon mal gespart pro Kind. Wer macht uns einen Strich durch die Rechnung? Die Europäische Union. Die sagt, nee, ihr müsst das voll überweisen. Mal wieder beim Eingangsthema. Und da sind wir wieder beim Eingangsthema. Also alle Probleme, die wir haben, also ich würde sagen, nahezu alle Probleme, die wir haben, in fast allen Politikbereichen, lassen sich zurückführen auf eine fehlgeleitete Politik in Brüssel. Mhm. Ja. Also ich würde unsere Altparteien auch nicht außen vor lassen. Denn ja, die machen selber genügend fehlgeleitete Politik. Ja, das stimmt. Und ein gutes Beispiel, ich glaube, wir als AfD sind ja diejenigen, die immer sagen, wir haben kein Einnahmenproblem, wir haben ein Ausgabenproblem. Ne? Und jetzt mal vielleicht bezogen auf Sachsen, der sächsische Wasserkopf wird immer größer, also die Ministerien haben sich vollgesaugt mit Personal, also nachdem 2019 die neue Koalition von SPD, Grünen, CDU sich gefunden hat und ins Amt eingetreten ist, dann wurden erstmal 400 neue Stellen geschaffen. Ne? Also es wurde Geld quasi zum Fenster rausgehauen für neues Personal, was eigentlich gar nicht notwendig gewesen wäre. Also 400 Stellen war das erste Jahr. Wir sind mittlerweile über die Legislatur bei 1200 Neustellen angekommen. Das ist ein Aufwachs, den hat es noch nie gegeben in Sachsen in der Legislatur. Das ist einmalig. Aber das spricht natürlich auch für diese Dreierkonstellation, wo dann eben auch alle
Ihre Leute, Ihr Personal, Ihr Umfeld in gute Position bringen müssen. Genau, da gibt es Begehrlichkeiten. Also die sächsische Bevölkerung schrumpft ja in der Gesamtheit, aber der Wasserkopf wird immer größer. Das widerspricht sich am Ende auch. Ne? Ja, da muss doch die Politik viel besser werden, oder nicht? Genau. Die Bürokratie wird immer größer. Müsste eigentlich besser werden, aber die Bürokratie wird immer... wird immer intensiver. Und da werden wir als AfD ansetzen. Also da wurden ja auch neue Ministerien geschaffen, ne? weil die alten Minister der CDU zum Beispiel untergebracht werden mussten. Und da wurde zum Beispiel das damalige Ministerium Wissenschaft, Kultur und Tourismus wurde geteilt. Wissenschaft und Kultur und Tourismus. Mhm. Nur um die alten Minister unterzubringen. Das werden wir als AfD nicht so handhaben. Wir werden den Staat, den Wasserkopf, jetzt nochmal zurück auf den sozialen Bereich, vor allen Dingen in Sachsen, Herr Obern. Was wären denn ja, Ihre konkreten Pläne in der AfD zu ändern? Also wie wollen Sie im sozialen Bereich den Bürger unterstützen? Sozialer Bereich ist natürlich sehr, sehr viel. Ja. Eins haben wir ja schon angesprochen. Also wir wollen als Land Sachsen die Kommunen bei der Kinderbetreuung mehr unterstützen, damit die Eigenanteile sinken können. Und wir wollen natürlich als Land Sachsen auch das Schulessen kostenlos machen. Also weil auch das ist ja eine Belastung. Es sind wieder die Eltern, die arbeiten gehen, die müssen es bezahlen. Auch dort können wir Familien entlasten, arbeitende Bevölkerung entlasten. Und was für mich auch sehr wichtig ist, weil es eben auch zum sozialen Bereich gehört, die familiäre Pflege. Die familiäre Pflege wird finanziell nicht unterstützt über die normalen Zuwendungen entsprechend Pflegegrad hinaus. Wir haben dort ein Vorbild in Bayern, dort gibt es ein Landespflegefördergeld. Also wenn ich familiäre Pflege mache, kriege ich 500 Euro pro Monat Zuschuss, kann also verkürzt arbeiten und das würde die Familien auch entlasten. Es würde uns wahrscheinlich sogar gesamtgesellschaftlich entlasten, weil die familiäre Pflege ist für das Gesamtsystem auch viel preiswerter als die Pflege im Heim. Also man müsste eigentlich auch gesamtgesellschaftlichen Interesse daran haben, die familiäre Pflege viel mehr auszubauen, weil sie für das Gesamtsystem auch preiswerter ist und sie kommt natürlich den Menschen entgegen. Also die meisten Leute wollen gerne lange zu Hause bleiben. Viele wollen ihre Eltern auch gerne zu Hause pflegen, aber sie müssen es sich finanziell leisten können. Also auch das ist ein großer Batzen, den haben wir eingepreist. Und vielleicht an der Stelle sei klar mal gesagt, weil wenn wir so Wünsche oft machen, die alle viel Geld kosten. Mhm. Wir haben ja alle zwei Jahre die Debatte über den Landeshaushalt. Und es gibt Parteien, die machen da auch eine Wunschliste auf. Ne? Das sind die Linken und die sagen dann eben einfach unten drunter, ist eine Summe, bitte irgendwie im Gesamthaushalt irgendwie ausgleichen. Das machen wir nicht. Also wenn wir Haushaltsdebatte machen, wir haben eine Wunschliste und wir haben eine Einsparungsliste, da steht unten dieselbe Zahl. Also wir machen auch das, was wir an Wünschen äußern, gerade im sozialen Bereich, seriös, indem wir konkrete Vorschläge machen, wo es eingespart werden kann. Also das sei vielleicht an der Stelle auch noch gesagt, weil jeder, der das hört, der hat natürlich im Hinterkopf die Frage, ja, die möchte ja viel machen, die AfD, aber kommt das Geld her? Also es geht, wenn man es will. Und wir haben uns auch dafür eingesetzt, dass zum Beispiel die Eigenanteile in den Pflegeheimen abgesenkt werden. Und da wollen wir analog der Krankenhausfinanzierung, dass die Investitionskosten der Pflegeheime, aber auch der ambulanten Pflegedienste vom Freistaat übernommen werden. Oft ist es so, dass in den Pflegeheimen den Pflegebedürftigen bloß noch ein Taschengeld bleibt, 150 Euro im Monat. Ja. Und das hat mit Teilhabe am Leben gar nichts zu tun. Das ist unsozial und genau da wollen wir auch ansetzen. Ja, das finde ich besonders traurig, nicht? Dass also wenn ein Rentner zum Pflegefall wird, er in der Regel auch zum Sozialfall wird, weil die Eigenanteile sind so hoch, im Durchschnitt bundesweit 2.700, in Nordrhein-Westfalen sogar bei 3.000 Euro, aber es gibt gerade mal 50 Rentner deutschlandweit, die 3.000 Euro Rente oder mehr bekommen. Also es kann kein Rentner bezahlen. Und das ist unwürdig, nicht? Ja. Wenn man sein ganzes Leben lang erfolgreich gestaltet hat, auch eine vernünftige Rente bezieht, aber dann, wenn man ins Pflegeheim kommt, Sozialfall wird, nicht mit dem Taschengeld. Also das geht einfach nicht. Eine Schande. Dass das Taschengeld für Asylbewerber höher ist als das Taschengeld für Leute in Pflegeeinrichtungen. Das ist ja auch noch. Und wir haben im Bundestag vor, das ist ja schon wieder 4 Jahre her, auch einen Antrag eingereicht und haben einfach gefordert, dass das Taschengeld für Leute, die sich in der Pflege befinden, in der Pflegeeinrichtung angehoben wird. Abgelehnt. Ich frage mal ganz naiv in die Runde, ist das Geld denn überhaupt da? Also sind diese Pläne finanzierbar? Bei den Ausgaben? Wir machen ja eine seriöse Politik, natürlich. Und der Herr Springer oder René, du kannst ja fortfahren. Ja, ich meine, wir haben ja nur ein paar Sachen auch zusammengetragen. Ja. Also das sind halt die zig Milliarden für die Europäische Union, das sind die zig Milliarden für Migration, das sind die zig Milliarden fürs Kindergeld, das sind die zig Milliarden für den Krieg. Ich habe in einer meiner Parlamentsreden auch gesagt, da waren es noch 8 Milliarden Euro, die inzwischen für Waffenlieferungen und Sozialleistungen für die Ukraine ausgegeben wurden.
Da habe ich ausgerechnet, da könnte man jedem Rentner auf Jahre 135 Euro mehr Rente zahlen. Und da frage ich mich, was ist das für eine Prioritätensetzung? Und auch da wieder Brüssel. Das ganze Programm, wo unendlich viele Milliarden mobilisiert werden für die Ukraine, nennt sich Friedensfazilität. Also die nennen etwas Frieden, wo Krieg drin steht. Nämlich Waffenlieferungen mit all den Ergebnissen, die wir ja zu spüren bekommen. Die Migrationsbewegungen betreffen im Wesentlichen uns Deutsche. Wir haben 1,1 Millionen Ukrainer hier und davon sind 732.000 inzwischen im Bürgergeld. Und wenn sie denn wollen, fahren sie mit dem Bus nach Hause. Das wird inzwischen von der Bundesregierung auch nicht mehr abgestritten. Das sind alles Zustände. Mir fällt nur noch Bananenrepublik ein. Mhm. Wir werden geführt wie eine Bananenrepublik. Oder über 30 Milliarden in der Entwicklungshilfe. Milliarden ja, für Klimaprojekte. Ich meine, es wäre genügend. Die nicht existieren, ich komme noch hinzu. Genau. Also für Dubiose, ich habe das Wort Dubiose nicht hinzugesetzt, mache ich jetzt. Es wäre genügend Geld da und deswegen sagen wir uns auch als AfD, unsere Bürger, unser Land zuerst. Ja, weil die Bürger haben erste Priorität. Sie haben es vor allem verdient, nicht? Sie haben das erarbeitet, was jetzt mit beiden großen Händen in alle Welt verteilt wird und an Fremde verteilt wird. Das kann so nicht weitergehen. Herr Springer, Sie haben es schon erwähnt, Stichwort Rente, Rentenpolitik bzw. Frau Huy. Also das ist ja eines der wichtigsten Themen der Sozialpolitik. Und Sie sind Leiterin des AfD-Bundesfachausschusses zu diesem Thema. Erklären Sie mal kurz, warum die Rentenpolitik, also die aktuelle Rentenpolitik, zum Scheitern verurteilt wird und was sind die Eckpfeiler des AfD-Rentenkonzepts? Also in meinen Augen ist die bisherige Rentenpolitik schon gescheitert. Und dann, wie würden Sie es nennen, wenn ein Österreicher nach 45 Arbeitsjahren, der durchschnittlich verdient hat, eine Rente von 2.600 Euro mit nach Hause nimmt, der gleiche Arbeiter in Deutschland oder Angestellte in Deutschland mit gleichem Einkommen, gleicher Arbeit, gleichen Arbeitsjahren, aber nur 1.500 Rente. Da liegen 1.100 Euro dazwischen. Das können Sie doch keinem vernünftigen Menschen erklären. Mhm. Nicht? Also bei gleichen Grundbedingungen. Da läuft etwas ganz schief, da ist unsere Rente einfach falsch konzipiert, obwohl wir sehr ähnliche Systeme haben, aber es wird eben an den Schrauben falsch gedreht. Mhm. Gibt es denn Unterschiede, also jetzt vom AfD-Rentenkonzept zu den linken Parteien, beziehungsweise was sind da die konkreten Unterschiede? Vielleicht kann dazu jemand was sagen. Zu den linken Parteien, ja. Also ich meine, ein ganz wesentlicher Unterschied ist, dass wir vorher immer verdienen müssen, dass wir anschließend umverteilen. Da fragen die Linken gar nicht nach. Nee. Die fragen nicht danach, wie Firmen existieren können, was da die Voraussetzungen sind, dass die Wirtschaft funktioniert. Das tun wir natürlich. Wir betrachten die soziale Marktwirtschaft sozusagen von beiden Seiten. Die Wirtschaft muss funktionieren und dann funktioniert auch der Sozialstaat. Eins ohne das andere geht nicht. Und also das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Das ist übrigens auch die Grundvoraussetzung für gute Rente, gute Löhne. Und gute Löhne kann nur eine funktionierende Wirtschaft bezahlen, nicht die brummt und die innovativ ist, die ihre Produktivität steigt. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Ganz grundsätzlich sind die Renten einfach bei uns viel zu niedrig, nicht? Also ich mache mal ein paar Beispiele. Also meines Wissens sind es die niedrigsten in Westeuropa. Die Franzosen und Italiener kriegen 60% mehr, die Österreicher 80% mehr, die Holländer das Doppelte. Und die Schweizer fast das Vierfache, mit denen können wir uns nicht vergleichen, das ist auch ein bisschen teurer, aber auch nicht viermal teurer. Nehmen wir die Österreicher, die haben praktisch die gleichen Bedingungen, die gleichen Wirtschafts- und Arbeitsbedingungen und kriegen eben doch so viel mehr raus. Und die Deutsche Rentenversicherung hat immer nachgerechnet, 75% von der Differenz könnten wir durch politische Entscheidung einfach ausgleichen. Mhm. Ja, das sind etwas höhere Staatszuschüsse. Wir würden das so regeln, dass wir sagen, die versicherungsfremden Leistungen oder beitragsfreie Leistungen, die heute zu einem Drittel von den Rentnern bezahlt werden, die aber nur die Politik sozusagen entscheidet, Höhe, Volumen, wer was kriegen soll. Warum sollen das die Rentner bezahlen? Dieses eine Drittel soll gefälligst auch der Staat bezahlen über den Bundeshaushalt. Dann hätten die Rentner schon mal 12% mehr. Das ist eine unserer Forderungen, nicht? Es gibt noch ein paar andere Dinge, die die Österreicher anders machen. Da zahlen die Beamten sozusagen in ganz ähnlich Rentenbeiträge wie alle anderen, haben also keine Sonderpensionen mehr. Das macht natürlich auch nochmal das Rentensystem fester, stabiler und zukunftsorientierter. Das wollen wir auch machen. Neu eingestellte Beamte dann eben vielleicht gar nicht mehr verbeamten, wie es die Schweizer gemacht haben. Die haben das Beamtenwesen praktisch ganz abgeschafft. Jedenfalls können wir uns diese riesigen Ausgaben, die die Beamten nachher mit ihren Pensionen verursachen, auch auf Dauer gar nicht mehr leisten. Also es ist heute schon Überhang, also Defizit von 800 Milliarden, implizite Schulden auf der Bundesebene allein, kommt nochmal das Gleiche bei den Ländern hinzu. Also das funktioniert auf Dauer gar nicht mehr. Das ist eine weitere Maßnahme. Und dann gibt es einen dritten Unterschied. Die Österreicher zahlen auch viel höhere Rentenbeiträge als wir. Wir zahlen 18,6%, die zahlen gut 24%, Schweizer übrigens 28,8%, Italiener 33%. Wir haben also nicht nur die niedrigsten Renten, wir haben auch die niedrigsten Rentenbeiträge.
Nun bin ich der Meinung, dass man die Haushalte nicht höher belasten kann und die Firmen auch nicht. Wir sind alle am Anschlag, nicht mit dem, was uns der Staat an Steuern abverlangt, an Abgaben abverlangt. Aber man kann ein bisschen umschichten, nicht? Die Steuern deutlich senken. Wir planen eine große Steuerreform, die das ermöglichen wird. Steuern großzügig senken und Rentenbeiträge ein klein bisschen anheben. Dann kriegen wir auch schon wieder vernünftige Renten raus. Ich sag mal ein deutsches Beispiel, wo das funktioniert, das ist die Knappschaftsrente, nicht? Da liegen die Beiträge bei 24,7% und nach 45 Arbeitsjahren haben die Arbeitnehmer fast 2.500 Euro. Also vergleichbare Zahl wie in Österreich. Es geht sogar in Deutschland. Man muss es nur wollen. Man muss die Prioritäten setzen. Also nicht Fahrradwege in Peru oder gendergerechte Sprache in Afrika, in Afghanistan oder CO2-Senkung in China, die nicht existieren, finanzieren, sondern die Renten. Oder ich sage es mal mit einem anderen Beispiel. Das Bürgergeld kostet uns einschließlich der Krankenversicherungsbeiträge etwa 75 Milliarden Euro im Jahr. Wenn man nur die Hälfte davon in Arbeit bringt, also die gut 4 Millionen, die heute arbeitsfähig wären, wenn die dann tatsächlich arbeiten würden, hätte man die versicherungsfremden Leistungen schon vollständig finanziert. Also das ist eine Möglichkeit. Also nichts ohne Gegenfinanzierung, aber Prioritäten ändern, an den richtigen Stellen sparen, an den richtigen Stellen ausgeben. Das ist unser Konzept. Finde ich auch. Ich würde nur einen Punkt ein bisschen stärker noch ausführen, weil ja die Frage war, wie linke Parteien mit dem Rentensystem umgehen. Also Parteien, generell müsste eigentlich jeder, der eine verantwortungsvolle Politik macht, ein Interesse daran haben, dass in die Rentenkasse eingezahlt wird. Ja. Damit vernünftige Renten gezahlt werden können. Genau. Die Parteien, die linken Parteien im Bundestag, die seit 20, 30 Jahren in der Verantwortung sind, und das ist eben auch die CDU, die haben nicht dafür gesorgt, dass mehr eingezahlt wird, die haben die Rentenkasse geplündert. Mhm. Jahr für Jahr nehmen sie dort Geld raus, um Dinge zu finanzieren, für die nie jemand einen Beitrag gezahlt hat, die sogenannten versicherungsfremden Leistungen. Wir reden, im letzten Jahr waren 37 Milliarden und wenn man das aufsummiert, bis ins Jahr 1957 zurück, kommen wir auf 900 Milliarden Euro, die im Grunde zweckentfremdet wird. Und das ist das Problem. Wir werden eine Zwischenfrage, wofür wird das zweckentfremdet? Das sind, man hat zum Beispiel vor Wahlen ja immer mal so Erfindungen wie die Mütterrente oder die Rente mit 63. Und das sind alles Leistungen, die unter Umständen sogar eine politische Relevanz, also wichtig sind, die man aber bezahlt hat aus Rentenbeiträgen. Man hätte sie aber aus dem Steuertopf bezahlen müssen. Und man hätte zumindest, wenn man sie aus Rentenbeiträgen bezahlt, dann hätte man das aus dem Steuertopf erstatten müssen. So ist es. Ich möchte es nochmal deutlicher sagen. Es sind ja nicht nur die Beiträge, die gehen ja 1:1 an die Rentner. Man nimmt es den Rentnern tatsächlich weg. Das ist die Konsequenz. Das ist, wir werden von Plünderern und Wegelagerern regiert. Das ist das Problem. Und wir müssen diese Raubtiermentalität, die müssen wir beseitigen. Also wir dürfen es nicht mehr zulassen, dass wir von verantwortungslosen Politikern regiert werden, denen im Grunde der eigene Rentner egal ist. Und da reden wir von Müttern, die 3 Kinder zur Welt gebracht haben, die Wahnsinniges geleistet haben und mit 830 Euro abgespeist werden. Aber der Afghane, der nie einen Cent eingezahlt hat, kommt her und kriegt Bürgergeld mit 1250 Euro. Und das ist nur, wenn er eine billige Wohnung hat. Wenn er sich dann die teure Wohnung nimmt, dann sind schnell 1500 Euro. Es sind wahnsinnige Ausgaben, die hier getätigt werden für Leute, die nie einen Cent eingezahlt haben, die nie einen Beitrag hier geleistet haben. Und die Mutter mit 3 Kindern, die wird dann im Rentenalter hängen gelassen. Und das ist eine Politik, die ist halt, da ist asozial noch ein vornehmes Wort für. Und deshalb ist es wichtig, dass auch Politiker an die Rentenkasse einzahlen. Das ist ja auch eine unserer Forderungen. Wir haben ja viele Forderungen. Das ist auch eine unserer Forderungen. Ne? Ja, das soll ich mal spüren, was es bedeutet. Genau. Der eigenen Politik unterworfen sein. Dann würde auch Ricarda Lang in der Talkshow nicht sagen, die durchschnittliche Rente läge bei 2000 Euro. Ja. De facto sind es 6,7% aller Rentner in Deutschland, die eine Rente haben von 2000 Euro im Jahr. 6,7%, das ist doch ein Armutszeugnis. Das ist wirklich ein Armutszeugnis. Alle Leute, alle Politiker in die gesetzliche Rentenversicherung. Und ich glaube, auch dann wird sich das Rentensystem sehr schnell bessern, wenn sie nämlich merken, was sie da eigentlich anrichten mit ihrer Politik. Ja. Und wenn ich mal das Eckpunktepapier der AfD-Bundestagsfraktion bemühen darf, da steht ja auch drin geschrieben, dass wir möchten, dass jemand nach 45 Arbeitsjahren, Beitragsjahren abschlagsfrei in Rente gehen darf. Das ist auch eine unserer Forderungen. Und das halten wir als AfD für eine gute Idee. Und das kann sogar zur Folge haben, Gerrit, jetzt musst du mich verbessern, dass wenn einer mit 17 Jahren in die Ausbildung geht, 45 Jahre lang quasi Beiträge zahlt, weil auch in der Ausbildungszeit, in der Lehre zahlt man ja auch Beiträge in die Rentenversicherung, dass er dann frühestens abschlagsfrei mit 62 in Rente gehen könnte. Das würde es heißen, wir machen es natürlich so, dass es auch attraktiv ist, weiterzuarbeiten. Absolut. Nicht? Also einmal durch das Rentensystem selbst, aber wir wollen jetzt auch noch eine Steuervergünstigung, also einen zweiten Steuergrundfreibetrag für Rente einführen. Wir haben ja einen Arbeitskräftemangel. Wenn die weiterarbeiten, können sie 12.000 Euro für 12.000 Euro steuerfrei arbeiten.
also wir legen jetzt nicht gesteigerten Wert darauf, dass die Leute früh gehen, okay, aber wir wollen es ihnen ermöglichen, sie sollen selbstbestimmt ihren Renteneintritt wahrnehmen können. Ja. Also alles tolle Konzepte. Mhm. Ja. Wie wichtig ist dieses Thema, also Rente in Sachsen für Ihren Wahlkampf? Also das Thema spielt eine große Rolle. Wir haben im Osten, ich habe es vorhin schon beschrieben, gerade durch die 90er Jahre, durch die gebrochenen Erwerbsbiografien einfach viele Menschen, die mit einer sehr kleinen Rente zurechtkommen müssen. Für die ist es sehr wichtig, dass es dort eine gewisse Gerechtigkeit gibt. Deswegen dieser Ansatz von uns, dass sie eben einen Teil ihrer Altersrente auf alle Fälle selbst behalten dürfen, auch wenn sie Grundsicherung in Anspruch nehmen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Und natürlich auch perspektivisch. Die Löhne sind bei uns nicht so hoch wie in den Altbundesländern. Ob das sich in den nächsten paar Jahren ändern wird, weiß ich nicht. Aber viele Menschen, die jetzt 50 sind, 55, die absehbar in Rente gehen, die wollen natürlich, dass es ein Rentensystem gibt, das ihre Arbeitsleistung am Ende auch wirklich würdigt. Und deswegen wird das eine große Rolle spielen, das Thema Rente. Mir ist wichtig, das ist ja auch hier deutlich geworden, wir können natürlich sagen, es wird zu viel Geld ausgegeben, es ist da, wir müssen es nur anders verteilen, wir müssen es gerechter verteilen. Für mich ist wichtig, dass das eben keine leeren Worte sind. Wir haben die Beispiele um uns herum, also dass es andere Länder gibt, die in ähnlichen wirtschaftlichen Situationen sind, die realisieren das. Und das gibt natürlich nach unseren Vorschlägen nochmal so einen Realitätsschub von unten. Es ist nicht nur irgendwelche Ideen, die wir haben, die blumig sind. Andere machen es uns vor. Also es geht, es ist eine Frage des politischen Willens und selbstverständlich wird die Frage der Rentengerechtigkeit in dieser Wahl auch eine große Rolle spielen. Wenn ich nur mal ganz kurz einhaken darf. Wir haben Vorschläge gemacht, um das Ministergesetz zu ändern. Also sprich, da sind ja auch die Ruhegehälter, die Ruhegehaltsregelungen enthalten in diesem Ministergesetz. Und da haben wir jetzt vor wenigen Tagen ein Gesetz eingebracht. Das wurde leider von allen Fraktionen abgelehnt, welches vorsah, dass eben die Ruhegehälter der Minister und des Ministerpräsidenten gekürzt werden. Vielleicht mal ein kurzes Beispiel. Wenn ein sächsischer Minister 4 Jahre im Dienst war, im Amt war, hat er mit 63 einen Anspruch auf 8.000 Euro Rente. Nach nur 4 Jahren mit 63 Jahren. Und dieses Ruhegehalt wollten wir kürzen. Sowohl für den Ministerpräsidenten als auch für die Minister. Und wir wollten auch das Altersgeld kürzen. Denn wenn jemand nur 2 Jahre schafft, ich nenne es einfach mal so, hat er schon Anspruch auf über 4.000 Euro. Also ein Ministerpräsident und ein Minister auf etwa 3.500 Euro im Monat mit 65 Jahren. Ich habe die 63 und die 65 auch besonders betont. Der normale Arbeitnehmer muss bis 67 arbeiten und die Politik genehmigt sich einen Renteneintritt mit 63 beziehungsweise mit 65. Und auch da haben wir gefordert, dass das Rentenalter sowohl für den Ministerpräsidenten als auch für den Minister angehoben wird auf die reguläre Altersgrenze, siehe deutsche Rentenversicherung, also mit 67. Also da haben wir angesetzt, weil wir das für ungerecht halten, was den Ministern, was dem Ministerpräsidenten nach nur kurzer Amtszeit ausgezahlt wird. Das sollten wir mitnehmen im Bundestag. Ja, also, das können wir verallgemeinern für die Bundesebene. Es gibt ja diesen berühmten Satz von Richard von Weizsäcker und Hans-Herbert von Arnim, die ja schon seit den 80er Jahren kritisieren, dass die Parteien sich entkoppelt haben vom Volk. Das merkt man ja in der praktischen Politik. Wir haben jetzt ja viele Beispiele gebracht, aber sie haben halt so eine Selbstbedienungsmentalität entwickelt. Sie haben sich den Staat zur Beute gemacht. Und das ist ja nur ein Beispiel mit dem Ruhegehalt und Frühverrentung, dass sie sich selber eben auch 3.000 Euro Inflationsausgleich auszahlen. Aber der Rentner bekommt nichts, gar nichts. Da weiß ich nicht, wie viele Signale man noch braucht, um zu erkennen, dass diese Leute nur noch im eigenen Auftrag unterwegs sind. Die kümmern sich im Grunde nicht mehr um den einfachen Bürger. Die lassen sich auch bei Bürgerdialogen nicht mehr blicken. Und wenn, dann kommen 3 Leute und das ist dann der eigene SPD-Ortsverein, der da kommt. Und wir merken halt in unseren Bürgerdialogen, die ja wahnsinnig überlaufen sind, oftmals mit Schlange draußen. Und da muss man den Leuten sagen, ihr müsst ja nach Hause gehen, kommt das nächste Mal wieder, ist voll. Die schütten uns da ihr Herz aus und sie fühlen sich so im Stich gelassen von den Politikern. Und insofern bin ich da zuversichtlich, was jetzt Jörg auch sagte, dass wir eben nicht nur Versprechungen machen dürfen, sondern wir müssen natürlich auch liefern, das ist völlig klar. Aber ich habe eben auch das Vertrauen in die Wähler, dass die auch diesen politischen Druck erzeugen werden, dass sie auch bei uns hinterher sind und kritisch Fragen stellen und uns auch nicht nur den Auftrag geben mit großartigen Wahlerfolgen, sondern auch hinterher ganz genau hinschauen und auch nie das Vertrauen verlieren, dass sie selber etwas ändern können. Das ist ja das Problem. Die Bürger dieses Landes haben ja viele Jahre und Jahrzehnte die Hoffnung aufgegeben, dass sie überhaupt was ändern können mit ihrer Stimme. Aber nun zeigt sich ja, dass es zumindest auf kommunaler Ebene doch möglich ist. Wir sind mit wahnsinnigen Erfolgen jetzt in die kommunalen Parlamente, ja in Sachsen vor allem auch, und in Brandenburg und Thüringen eingezogen. Und da wird ein anderer Wind wehen. Und wir werden natürlich alles daran setzen, dass wir diese Wahlversprechen, die wir gegeben haben, auch umsetzen.
Das ist alles nicht realitätsfremd. Das ist eigentlich gang und gäbe in vernünftig organisierten und regierten Ländern. Genau. Und da können wir als AfD auch, als AfD Sachsen, ein Versprechen abgeben. Wenn wir in Regierungsverantwortung kommen sollten in diesem Jahr, werden wir das Ministergesetz ändern. Mhm. Und da werden wir dafür sorgen, dass dass das Altersgeld, dass das Ruhegehalt gekürzt wird oder gekürzt werden. Und dass wir auch dafür sorgen, dass der Renteneintritt erst mit 67 möglich ist, abschlagsfrei. Mhm. Ne, so wie beim, also jetzt da gekoppelt am Rentenalter, so wie es im Normalfall auch bei den Bürgern ist. Und von daher werden wir mit aller Vehemenz tatsächlich dafür sorgen, dass wir hier wieder Gerechtigkeit einziehen lassen. Das ist Aufgabe und Auftrag der AfD. Sehe ich auch so. Ja. Ganz genau so. Ja, das ist ein kompliziertes Thema Rente. Und aber in Sachsen gibt es ja auch noch andere Parteien, die mit sozialen Themen werben, und zwar von ganz links. Herr Urban, warum ist die AfD jetzt trotzdem die bessere Alternative? Also es gibt tatsächlich viele, viele Ideen, auch wie man gerade die Unterstützung für Familien verbessern kann. Ich habe vor uns das kostenlose Schulessen schon angesprochen, Senkung der Kita-Gebühren, wo man sagen kann, ja, auch das sind Vorschläge, die kommen zum Beispiel auch von der Linkspartei. Und wir sind deshalb die bessere Alternative, weil wir es ehrlich meinen. Und das will ich mal ganz kurz beschreiben. Wir haben gerade kostenloses Schulessen, sind regelmäßig in der Haushaltsdiskussion, Doppelhaushalt Sachsen, gibt es diese Vorschläge, die gibt es von der Linkspartei, die gibt es von uns. Separate Anträge. Wenn der Antrag der Linken behandelt wird, stimmen wir mit, weil wir das inhaltlich wollen. Wenn unser Antrag behandelt wird, stimmt die Linke dagegen. Aus ideologischen Gründen. Und deswegen sage ich, liebe Leute, es gibt Parteien, die wollen es wirklich und die legen keinen Wert darauf, dass es am Ende, sage ich mal, der eigene Antrag ist, der durchkommt. Die wollen es in der Sache durchbringen. Die wollen wirklich diese Erleichterung haben und die stimmen da dafür, weil die sitzen ja für eure Interessen im Landtag und nicht zur Selbstbespaßung. Und bei den Linken ist das leider nicht so. Die machen es am Ende von ideologischen Mehrheiten abhängig, ob so ein Projekt durchkommt oder nicht. Und das ist unehrlich und ist ein Stück weit auch Verrat am Wähler, weil es geht, muss immer um die Sache gehen. Es muss immer um das Einzelprojekt gehen, kostenloses Mittagessen, Kita-Gebühren senken, Pflegegeld. Wenn man dahinter steht, dann muss man zustimmen, egal von welcher Partei das kommt. Das machen wir und insofern, glaube ich, sind wir zumindest die ehrlichere Alternative. Wir haben sehr gute Ideen, was die Sozialpolitik angeht, aber wir meinen es eben auch so ehrlich, dass wir, egal von welcher Partei dieser Antrag kommt, zustimmen, wenn er uns inhaltlich, sage ich mal, ins Programm passt. Ja. Und wir haben die Leistungsträger auch im Blick, ne? Und die Linken haben die Leistungsträger eben nicht im Blick. Also wir haben diejenigen im Blick, die erstmal dafür sorgen, dass Geld erwirtschaftet wird, welches dann verteilt werden kann. Das muss man sich immer vor Augen halten. Und das blenden die Linken komplett aus. Ja, tja. Die haben das Portemonnaie im Blick. Richtig. Und Jörg hat ein gutes Beispiel gegeben, ne? Also unsere Änderungen im Doppelhaushalt sind immer finanziell unterlegt. Ne? Und die Linken schreiben rein, Deckung durch Gesamthaushalt. Ja. Die machen es sich ganz einfach. Aber die fragen nicht, wo das Geld herkommt. Mhm. Die haben auch keine Anträge und bringen auch keine Anträge ein, wo Geld eingespart werden könnte. Mhm. Gibt es auch nicht. Es gibt nur immer Anträge, die wirklich mehr Ausgaben produzieren. Ja, und die würden es am Ende mit Schulden machen. Also die Diskussion haben wir natürlich auch. Also gerade die linke Seite bringt ja immer wieder das Thema neue Schulden ins Gespräch. Wir haben in Sachsen eine Schuldenbremse. Also wir dürfen nicht ohne weiteres, ohne eine Zweidrittelmehrheit in besonderen Haushaltssituationen überhaupt Schulden aufnehmen. Und an dieser Schuldenbremse in der sächsischen Verfassung wird ja ständig gesägt. Also auch in der CDU gibt es keine stabile Mehrheit mehr dagegen. Wir sind da ein Fels in der Brandung. Nicht, weil wir das Geld nicht für unsere Menschen ausgeben wollen, sondern weil wir ganz klar sagen, neue Schulden sind Belastung für zukünftige Generationen. Das ist unanständig, das zu tun, sich jetzt zu schmücken als Politiker mit sozialen Wohltaten, die dann in der Zukunft von unseren Menschen bezahlt werden müssen. Also deswegen ist das auch so wichtig zu sagen, wir stehen für eine solide Haushaltspolitik und wir schauen aber genau, wo sind denn Ausgaben? Und da haben wir ja jetzt unheimlich viele Beispiele gehabt, die unnötig wären, wo man das Geld einsparen kann und dann vernünftige Sozialleistungen für unsere Rentner oder für unsere Familien eben auch wirklich aus dem Haushalt heraus finanzieren zu können. Ja. Wir sagen immer, man muss dem Bürger die finanzielle Freiheit zurückgeben. Mhm. Das ist einfach so. Er muss Souveränität ist nur mit Geld möglich, nicht? Eigene Entscheidung. Eigenverantwortung. Das ist exakt. Ja, man hört ja sehr oft, dass die Bürger so ein bisschen, die Sorge haben, dass all diese Wahlversprechen nicht eingehalten werden. Ja, also man kennt das oft von Politikern, die sagen das eine und dann am Ende wird das doch nicht so umgesetzt oder man hat sich das vielleicht anders vorgestellt. Also was können Sie da vielleicht nochmal jedem Wähler so mitgeben von sich aus?
Also ich hab, wir haben ja gerade über das Geld diskutiert. Ja. Und der eine Punkt ist der, Stand heute und jetzt haben wir unheimliche Reserven in unseren Haushalten, weil wir Dinge finanzieren, die unserem Land und unseren Menschen nicht zugutekommen. Das heißt, das Geld ist im Moment da. Ob das immer so bleibt, müsste man ehrlicherweise sagen, wissen wir nicht. Der Trend der Deindustrialisierung wird sich auch nicht innerhalb von 2-3 Jahren aufhalten lassen. Das heißt, es kann durchaus sein, die Ankündigungen stehen übrigens schon für den sächsischen Haushalt, wir werden deutlich weniger Steuereinnahmen haben. Ne? Und weniger Steuereinnahmen heißt auch weniger Ausgaben. Und wichtig ist eigentlich, und das ist unser Anspruch, dass wir sagen, egal wie die Haushaltssituation ist, für uns ist immer die Priorität, dass unsere Unternehmen, unsere Bürger als allererste das Ziel von Politik sind und keine Interessen von kleinen Lobbyvereinigungen, von ausländischen Interessen. Das ist das Versprechen, was wir auch als AfD geben. Für uns werden immer die Interessen der eigenen Menschen, der eigenen Unternehmen, des eigenen Landes ganz vorne stehen. Ja. Und, vielleicht als Zusatz, ja. Und wir werden uns auch selbst beschneiden. Klammer auf, müssen, Klammer zu. Denn nämlich, wenn die Steuernahmen nicht mehr sprudeln, dann müssen wir uns auch selbst beschneiden. Und wir als AfD haben da den ersten Schritt getan. Wir sagen, Ministerrente muss geändert werden. Ja. Wir sagen auch, dass die Politiker in die Rentenkasse mit einzahlen sollen und so weiter und so fort. Also das ist ganz, ganz wichtig. Aber noch wichtiger ist es, die Industrie hier zu halten und auch die Leistungsträger hier zu halten. Und ich glaube, dazu ist es unverzichtbar, dass die AfD schnellstmöglich in Regierungsverantwortung kommt. Denn unsere Ampel und auch die Union mit ihrer Kriegslust wird nicht dazu führen, dass wir hier wieder eine bessere Industrie haben, bessere wirtschaftliche Bedingungen, im Gegenteil. Also das muss unser Kampf sein, schnellstmöglich hier das Ruder wieder rumreißen zu können. Bürokratie, Energiekosten, ne? Spielen, ja. spielen da auch eine Energiekosten, große Rolle. CO2-Abgaben, aber auch die Demokratie selbst. Und wir müssen den Bürger stärker mit reinnehmen. Wir wollen der Volksabstimmung auch auf Bundesebene, damit diese Fehlentwicklungen nicht so schnell passieren. Wir sehen es ja an der Schweiz, sie haben bessere Lebensbedingungen, weil der Bürger da mitredet, weil er mitentscheiden kann, und zwar unterjährig auch. Das ist das, was wir hier in Deutschland auch wollen. Total Demokratie. Freundlich. Richtig. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Also ich bedanke mich bei Ihnen für diese Gesprächsrunde und an Sie, liebe Zuschauer, herzlichen Dank fürs Einschalten. Und wenn Sie möchten, natürlich gerne bis zum nächsten Mal.